Herzlich willkommen zu einem Let's Play mit Maneater. Zweite Folge. Ihr habt ja die letzte Folge mit Begeisterung verfolgt. Und ich habe Spaß dabei gehabt. Deswegen habe ich mir jetzt einen Tag später spontan mittags um 12 mit dem Morgenkaffee in der Hand, habe ich mir gedacht, nach dem ersten Kaffee kann man ruhig auch mal sich einen Urlauber schnappen. Was feiern die da eigentlich? Guckt es euch doch mal an. Was haben die bitte zu feiern? Den letzten Tag ihres Lebens. Was ist das für eine Flagge? Was ist das? Wer hat denn nur, welche Flagge hat nur zwei Farben? Ich weiß es nicht. So, wir starten direkt. Werden natürlich auch direkt fortsetzen. Ich habe gestern sehr viel gegrindet. Ich habe gestern Abend hier gesessen und habe bestimmt 2,5 Stunden lang habe ich diesen dämlichen Hai aufgewertet und habe einfach gefressen wie ein Wahnsinniger. Damit ich... Während der Zustand des Dead Horse Lake alarmierend ist, können wir sicher sein, dass eine neue Ära der Umweltverwaltung die Ordnung in unseren geschätzten Naturzonen wiederherstellen wird. Genau. Für einen Moment habe ich gedacht, die meinen das ernst. Okay, hier der Rechner geht. Controller auch. Okay, das ist meine zweite Höhle und die sieht geil aus, oder? Also die Höhlen haben sie richtig gut gemacht. Generell macht es einfach wahnsinnig Spaß, sich hier die ganzen Locations anzugucken und zu erobern. Denn es sind fast immer Hommagen an irgendwelche amphibischen Filme oder an Filme, die irgendwie so ein Thema haben, was man hier verwerten kann. Es ist nicht nur die offensichtlichen, der weiße Hai oder so, sondern zum Beispiel habe ich gestern das große Krokodil mit der Uhr in der Hand von Peter Pan habe ich irgendwo entdeckt. Nicht in der Hand, das hat die Uhr im Maul, genau. Was man aus Peter Pan kennt, dem Film. Und solche Geschichten findet man wirklich permanent. Also das haben die echt schön gemacht. So, jetzt suchen wir uns direkt mal eine Mission. Ihr seht jetzt hier rechts, guck mal, das habe ich alles schon. Guck mal, das Mikro neu aufstellen. So, Entschuldigung für den Ton. So, das müsste besser sein jetzt. Ist besser, glaube ich. So. Das hier habe ich alles gestern schon gemacht, gestern Abend. Alles Krimskrams. Nichts davon ist wirklich wichtiger, storyrelevanter Kram, der euch sonst entgeht. Und wie ihr sehen könnt, gleich sobald ich was esse, das passiert ja regelmäßig. Alter, Blindfisch. Du bist jetzt dran, Schildkröte. Was hast du denn gedacht? Unten rechts seht ihr, ich bin mittlerweile ein Teenager, Klasse 8. Und habe sehr viel von dem ganzen anderen Kram eingesammelt. Der mir aber nicht so viel gebracht hat bisher, wie ich gehofft habe. Oh ja, das ist wichtig. Und das ist ja eine der Missionen. Ich fange jetzt ja auch an, die Story-Mission wieder weiterzumachen. Es ist toll. Man ist so absolut imbar. Und die sind sowas von tot auf ihrem Flamingo-Boot. Oh ja, das wird gut, das wird gut. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Jam, 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 jam. Es ist so lustig. Mein Gott, sie können laufen. Globus reagiert sofort mit einer Vergeltungsmaßnahme. Jetzt muss ich schnell wieder ins Wasser. Immerhin habe ich noch einen Jäger mitgenommen. Ach, der lebt noch. Nee, das kann man nicht akzeptieren. Ich bin hier der Jäger. Ich bin kein Ornithologe, aber ich denke, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, sich in die natürlichen Migrationszyklen der Flamingos einzumischen. Mit was schießen die eigentlich? Dass die so genau zielen können. Gut. Nee, kriegt nichts. Hau ich lieber ab. Ich will jetzt auch nicht sterben wegen so einem kleinen Mist hier. Die finden mich eh nicht. Alter, sind es hier... Was sind das denn? Vielleicht wird das Leberöl dieses Hais für eine antike Lampe eines exzentrischen Millionärs gewonnen. Die Texte und die Sprüche sind einfach zu geil. Fische, die höher in der Nahrungskette stehen, sind in der Lage, verschiedene Gewässer zu durchqueren.
Okay, die Mission haben wir trotzdem erwischt. Jetzt machen wir mal die anderen Story-Missionen. Damit wir mal ein bisschen weiterkommen. Ich kann nämlich auch noch in zwei weiteren Bereichen Evolution erfahren. Habe aber bisher da noch Sperren drin. Das heißt, da muss ich storytechnisch noch weiterkommen. Ja, wenn ihr einfach so rumsitzt. Hat die ist ein guter Happen. Die ist so ein richtig schönes Mittagessen. Mm. Das springt da vor Freude. So. Was bringen denn, wie viel Genmaterial bringen den Menschen? Muss mal ausprobieren. Die bringen okay viel. Auf ihn ausgesetzt. Shit. Oh. Die Dinger bringen natürlich richtig viel, ohne viel Arbeit. Hier, der Alligator ist doch viel schlimmer. Hol dir den noch mal einer. Der will jetzt keiner, ne? Was? Alter. Shit, nee, ich kann jetzt hier nicht kämpfen. Ja, man muss schon aufpassen, wen man hier einfach so weg ist. Der war vielleicht wichtig, vielleicht war es ein Politiker. Deswegen lasse ich mich jetzt nicht mehr in Frieden. Jetzt sei doch endlich kaputt. Jawohl. Und du gibst mir jetzt die nötige Energie, um den Kampf zu überstehen. Die Heimsuchung des Sumpfes. Bayou Willy. Verdammte Willy. Nein! Jetzt habe ich meinen ersten Nemesis sozusagen. Und das ist gar nicht ohne. Die kann nämlich... Ey, hör doch mal auf! Wie der immer alles trifft. Au. Ey, ist krass, er lässt mich halt echt nicht in Frieden, ne? Nicht anders. Es ist meine Natur. Außerdem sind die echt lecker. Okay. Das hier ist unsere nächste Mission. Einfach nur den Barracuda erledigen. So, die lassen mich jetzt erstmal in Frieden, weil sie mich nicht mehr gefunden haben. Vielleicht ganz gut, dass ich sie jetzt auch in Ruhe lasse und mich erstmal um den, ja, um den Barracuda kümmere. Mann, der ist ganz schön gewitzt, obwohl er eigentlich alles falsch macht. Er greift nämlich mich an. Das ist schon mal der erste Fehler. So. Beim letzten Mal habe ich gedacht, wenn sie blinken, dass man dann sich entfernen soll, weil vielleicht so ein Wutangriff kommt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie blinken, sind sie extrem angreifbar und sollten gefinisht werden. So, super. Okay, wo ist der Kollege von eben?
Den kann ich mir doch noch schnappen, der hatte doch nicht mehr so viel Energie. Weg ist er. Ja, egal. So, hier oben ist so ein Verkehrsschild. Da komme ich aber, glaube ich, jetzt von hier nicht hin. Ich kann zwar versuchen, aber ich... Ne, seht ihr, da bin ich noch zu klein. Genmaterial. Ja. Fast Stufe 9. Achso, wir hatten ja eigentlich richtige Aufgaben, ne? Machen wir die doch mal. Die Zackenbarschdynamik. Okay. Und die ist hier. Es ist so schön und auch ein bisschen traurig natürlich, weil alles so hässlich aussieht. Aber es ist so schön hier durch die Umgebung irgendwie zu schwimmen und sich das anzugucken. Es ist nur unglaublich, wie krass das alles verschmutzt wurde. Heute nicht, Fischerboot. Heute nicht. Guckt es euch an, ist auch alles total grünlich, gelblich, ekelhaft. Dieses Spiel ist eine Warnung. Ich hoffe, dass wir noch ins freie Meer kommen auf der Karte. Ich zeig's mal kurz. Geht's ja hier die ganze Zeit weiter durch die Hafengebiete und dann ist hier aber so ein riesiger offener Fladen. Und hier, denke ich, müssen wir am Ende hin. Ah, Moment. Wie komme ich denn jetzt dahin? Kannst ja mal versuchen. Manchmal klappt das ja. Achtung, Hai kommt durch. Vorsicht, Vorsicht. Nee, okay, das klappt nicht. Falsch, falsch, falsch. Oh. Das war knapp. Aber es hat geklappt. Oh, diesen Alligator hier muss ich wohl... Der ist eine von meinen Missionen, scheint mir. Ja, er hier, ne? Da, ich habe ihn nicht erwischt. Er hat mich erwischt. Shit, jetzt muss ich abhauen. Man kann es schaffen, so einen Alligator zu erledigen. Ich habe einige schon gekillt. Man muss nur zwischendurch immer wieder mal ein bisschen extra Futter einwerfen. Und bestenfalls, manchmal hat man Glück und erwischt ihn an der Stelle, wo es von einem zum anderen kommt immer. Und er mehr oder weniger ganz schnell in so einer, in so einem Stunlock bleibt. So wie jetzt gleich. Jetzt habe ich ihn sowas, genau. Und jetzt kann ich richtig zulegen. Und dann, wenn ich ihn nochmal da reinkriege, dann hat er eigentlich verloren. Ja. Und jetzt gibt es hier richtig viele Häppchen. Oh, toll. Ah. Oh, shit. Wir hatten auch das falsche Intro, ne? Ist euch das überhaupt bewusst gewesen? Wir haben hier gestartet mit Let's Play. Das kann nicht sein. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz das richtige Intro abspielen. Ja, lieber spät als gar nicht. So, jetzt muss ich das... Okay, hier in... Okay, da sind wir wieder. OP am laufenden Herzen hier. Am offenen Herzen. Okay. Gute Sache. Sehr schön. Diese Barracudas sind ganz schön dämlich, weil die sind wirklich nur ein Fünftel so groß. Bringen mir aber viel Genmaterial und sind deswegen erstklassige Beute. Und sind dann auch noch voll aggressiv. Und wollen die ganze Zeit Ärger. So, jetzt gehen wir aber endlich nochmal zu der Zackenbarsch-Geschichte hier.
Wow, kann ich das aufmachen? Ich glaube, dafür bin ich mittlerweile groß genug. Ja. Ach, man muss sie nochmal anbeißen. Gleich zwei von denen. Und ich will doch nur ein paar Barsche. Shit. Das war ein Fehler. Ich hätte nicht angreifen sollen. Ich will ja auch abhauen. Oh. Jetzt bin ich doch langsam auch für die Alligatoren ein richtig gefährlicher Gegner, oder? Die können doch nicht einfach anfangen. Oh shit. Da war die Todesrolle. Ihr gefährlicher Lebensstil führt häufig zu schweren Verletzungen der Haie. Da. Das ist immerhin der letzte dafür. Mal gucken, ob wir... Ja, du kommst runter, du kriegst es ab. Wenn du herkommst, dann geht's auf den Sack. Was hast du denn gedacht? Komm, wir haben dich doch gleich. Jawohl. Das war dein Freund. Und jetzt ist der Chef dran. Auch weg. Und wenn man so richtig groß ist, dann gibt es auch gar keine blutigen Brocken mehr, weil man die einfach alle runterschnabuliert. Ach, es ist schön, der König des Meeres zu sein. Oder König der Abwasserkanäle. Was ist das? Entsorgungsdienst der Dixie-Mafia. Immer noch? Barracuda. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rocksenders. Schon gewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nun, es stimmt. Okay, danke für diese Information. Der Mann kennt sich aus. Ah, will ich mir eventuell noch... Nee, komm, an dem einen Alligator schwimme ich jetzt mal ganz elegant vorbei. Fast schon idyllisch, könnte man sagen. Wenn man das so sieht. Und nur das. Dieser schiefstehende Atomreaktor, der macht mich auch ein bisschen kirre. Das macht einem doch Angst, wenn du morgens aus deinem Fenster guckst, dann steht da so ein Ding. Ah, jetzt muss ich da springen. Okay, das kriegen wir natürlich hin. Kein Problem. Ich bin gesprungen. Ja. Ach, jetzt, Alter. Jetzt mach mich doch nicht hier. Lass mich doch nicht dumm sterben. Ob das wegen den Ketten nicht geht? Ey! Was, wer bist du? Schon wieder so ein dämlicher Alligator, Alter. Du musst doch auch mal was anderes machen. Hast du nicht Hausaufgaben? Oh. Mann, ich versuche hier evolutionären Superkram zu machen. Hör doch mal auf. So. Ah, shit. Ah, oh. Der wird mal verrückt. Ja, endlich. So, bleib du doch an deinem scheiß
Drecksgewässer da hinten. Ich gehe in die große, weite Wasserwelt. Oh, er ist original hinterhergekommen. Ich habe keine Ahnung, wie. Wie habt ihr mich denn jetzt gesehen? Den muss ich mir echt schnappen, da oben. Irgendeinen, den menschlichen Jäger. Der ist gefährlich, glaube ich. Richtig gefährlich. Oh! Wie sieht er mich? Okay, komm, den Jäger holen wir uns noch, oder? Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Okay, das hat überhaupt nicht geklappt. Das war der falsche Moment und alles andere war auch falsch hier. Ich gehe schön in die Bude und warte hier unten. Shit, ich hätte irgendwie, ich muss halt hochspringen, ihn dann mit dem Sprung aus dem Boot reißen. Das ist so ein Albtraum mit Fangzähnen, der Barracuda. Dazu muss ich eben auch noch mal einen schnabulieren, weil das wichtig ist für meine Energie. Aber der hier ist ganz schön heftig. Das ist kein üblicher Barracuda. Das ist schon ein Profi-Barracuda. Der ist schon Veteran. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen Energie tanken. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Hai-Weibchen bin. Gut zu wissen, danke. Offsprecher. Jetzt ist der da rein. Warum geht der da rein? Da darf der doch nicht hin. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rocksenders. Ist schon gewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nun, es stimmt. Also, meine Knochenevolution sorgt jetzt dafür, dass ich Boote und anderes leichter kaputt machen kann. Ja, warum muss alles immer so destruktiv sein? Dafür bin ich immerhin jetzt Level 9 Teenager. Ja, das hat nichts gebracht. Ich dachte, da kann ich direkt mal hinspringen oder so. So. Ich habe dem Boot ein bisschen zugesetzt, aber nicht genug. Ich verfolge die einfach mal. Jetzt habe ich wirklich eine offene Rechnung mit euch. Offen. Jawohl, endlich. Ja, jetzt seid ihr aber sowas von am Arsch, Leute. Legt euch nie mit dem Hai an. Die letzten Schreie der Jäger zeigten ihnen, dass sie die Gejagten waren. Hui, da wird ein bisschen gesprungen vor Freude. Ja, Jäger gegessen. Ach, es ist toll. Es ist das beste Spiel. Toll.
was ich da für Punkte kriege. Guckt euch das an. Die hatten ja richtig viel, die haben richtig viel gemacht die letzten Jahre. So, die Story-Elemente haben wir jetzt alle abgehakt. Dann machen wir noch die restlichen Todesmissionen, nenne ich sie mal. Also vermüssen wir immer irgendwen zwischen unseren Kiefern zermalmen. Und in dem Fall, glaube ich, muss ich durch das Rohr vorher. Oh, da ist zu. Shit. Da auch? Ja. Ach, hier ist wahrscheinlich jetzt wieder dieselbe Stelle, ja. Okay. Ja, ich glaube, rückwärts ist es einfacher. Oh. Ob das ein Jäger ist oder ob ich mir den einfach schnappen kann. Ich muss das mal üben mit dem Anpirschen. Es hat geklappt. Oh, zwei Alligatoren. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. Und die verfolgen mich auch ganz schön lange hier. Hört doch mal auf. Sie jagen im Rudel. Wer hätte das gedacht? Was diese Dinger hier bedeuten sollen, weiß ich immer noch nicht. Diese großen Lichtstrahle, die manchmal auftauchen. Warum immer nur mich? Nur weil ich ein halbes Dutzend Menschen... Ich muss doch auch überleben. So, wo ist mein Ziel? Ich will ja in die Richtung Ziel. Da! Nee, der Alligator ist es nicht. Aber ich mache ihn trotzdem alle. Wo ist er? Hier war er doch eben noch. Da. Nichts mehr übrig, nur noch Dosen und Flaschen. Okay, das ist ganz klar mein Plan und mein Ziel. Geh kaputt. Komm. Wir haben's gleich. Yeah. You're gonna need a bigger boat! Scheiße. Okay, 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 das war ganz knapp. Aber ich schaff's noch. Puh, brauch ich dringend was zu essen. Na komm, irgendwo ist hier alles tot. Jawohl. Offensichtlich habe ich die irgendwie erwischt. Wie genau, weiß ich jetzt auch nicht. Was war das? Ein Biss für das organisierte Verbrechen. Patrouillenboot. Ja, irgendwie habe ich die wohl doch erwischt. Am Ende ist wahrscheinlich alles verbrannt.
Die sind auch immer sehr wichtig, die Nährstoffspeicher. Die ganzen Fundstücke sind lustig. Was ist das hier? Okay, das werde ich alles gleich noch machen. Aber wichtig sind erstmal, dass ich alle Alpha-Predatoren aus meinem Meer heraushole. Komme, was wolle. Wo seid ihr? Da. Okay, wir werden jetzt kurz ein kleines Päuschen machen, aber nur ganz kurz. Und dann geht's weiter hier. Die Gewohnheit des Menschen, sie als liebenswerte Comicfiguren zu zeichnen, widerspricht der Tatsache, dass Meeresschildkröten grantige Tiere sind, die Knochen zerbeißen können. Das stimmt, ich hatte auch mal, das ist wirklich kein Witz. So, jetzt, ich hatte auch mal eine Schildkröte, eine kleine. Die war wirklich winzig, die hat irgendwie so klein und dann, je nachdem, wo man die hält, werden die halt immer größer und immer größer. Und das war auch, habe ich später festgestellt, eine Rasse, die man mir gar nicht hätte verkaufen dürfen, die eigentlich gar nicht verkauft werden soll in Aquaristik-Fachläden. Weil die endlos wachsen. Wenn man denen quasi Raum und Futter, in diesem Fall den Rest meines Aquariums gibt, dann fressen die alles und vermehren sich, und nicht vermehren, also explodieren quasi in ihrer Körpergröße. Holla die Waldfee, das Ding. Ey, das war so klein. Am Ende, als ich es weggegeben habe, weil es bei mir nicht mehr reingepasst hat, war das Ding halt echt einfach, reden wir hier wirklich von so einem Oschi. Wenn der sich dann gestreckt hat, war der halt einfach, der konnte unten liegen und mit seinem langen Hals hoch bis zur Luftdecke und da dann eben atmen. Also der hing einfach gechillt unten am Boden und hat oben geatmet. Absoluter Wahnsinn. Seid vorsichtig mit Barracudas vor allen Dingen. Moment, du Sau, was willst du denn jetzt? Okay, den muss ich kurz essen. So, gegessen. Und die normale Rangordnung wiederhergestellt. Und wir gucken uns jetzt kurz ein Intro an, danach gibt es kurz Intro und danach gibt es kurz Werbung. Und dann sind wir wieder hier mit einer weiteren kleinen Session Sea Monster und Man Eater, einem Überraschungshit aus dem Meer. Bis gleich. Wieder zurück bei Sea Monster Folge 2. Ich hoffe, die Werbung hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel Maneater, was ich hier gerade mir selbst kredenze, gefällt euch. Rein ins Spiel gehen wir direkt und weiter geht es jetzt. Ja, so viel gibt es nicht zu sagen. Ich habe mir nur einen Kaffee geholt. Ich muss meine Kopfhörer noch aufsetzen und wir haben weiterhin simple Aufgaben zu erledigen, die meistens mit Hilfe unserer Beißwerkzeuge zu schaffen sind. Und gerade eben, als ich mir einen Kaffee geholt habe, hat einer dieser dreckigen kleinen Barracuda hat die Chance genutzt und hat mich, während ich geidelt bin und einfach nur rumlag im Wasser, hat er mich gefinisht. Den werde ich mir auch noch schnappen. Den suche ich. Ich weiß genau, wie der aussah und wo der war. Den holen wir uns noch. So weit kommt es noch. Ey, und du auch? Was ist denn mit dir? Ich bin doch der King hier. Ich habe doch schon 100 Mal welche von deinen Alligatoren erledigt. Ja, okay, der ist offensichtlich wichtig und stark. Oh, er hat mich halt original gefinisht. Der hat da wirklich nachgesetzt. Das war gut von ihm. Nur mit einem Golfschläger bewaffnet überleben. Komm schon. Fuck. Das war dumm jetzt. Da habe ich den ein bisschen unterschätzt und seine Geschwindigkeit auch. Öffentliche Debatte über den menschlichen Fortschritt entfacht. So, es gibt übrigens für alle, die es interessiert, gibt es ein, ich glaube, Hungry Shark Evolution oder wie es heißt, eine Art, ich sag mal, ein Demake von diesem Spiel, obwohl das natürlich auch nicht stimmt. Aber es ist ein ähnliches Spiel, auch da muss ein Hai essen und dann eine Evolution durchmachen, also das klassische Prinzip in 2D, aber eben in kostenlos. Also wenn ihr an dem Spielprinzip interessiert seid, schaut da doch mal rein. Wenn der Hai eine nahrhaftere, ausgewogenere Ernährung verfolgen würde. Was heißt denn hier nahrhaft und ausgewogen? Ich esse alles. Absolut alles. Nichts bleibt übrig. Oh. Bei Kämpfen habe ich gemerkt, ist es tatsächlich am besten einfach nur zu beißen und stehen zu bleiben. Weil dieses Hin und Her schwimmen sorgt eher dafür, dass man sich ständig verpasst. Ich wette, das Vieh ist noch hinter mir, ne? Wo ist er denn? Da.
Da hat er gedacht, ich schwimme an ihm vorbei. Kam ich schön von hinten. Ja, jetzt ist er dran. Das ist jetzt der Finisher, okay. Dieser Alligator heißt Peter. Wir sehen ihn nicht später. Diese dämlichen Texte. Dieser Alligator heißt Peter. Wir sehen ihn nicht später. Jetzt ernsthaft? Ich finde es irgendwie auch gut. Also es ist halt nur einfach völlig blöd und Banane. Aber generell ohne diese ganzen Tourguide-Sprüche wäre es nur halb so lustig. Es hat schon einen extremen Unterhaltungswert, dadurch, dass jede Aktion kommentiert wird auf so eine ironische, zynische Art und Weise. Und dieses ganze, ja, diese ganze Macher, diese ganze Aufmachung rund um diese trashige Reality-Fernsehshow von Haijägern ist perfekt, ist absolut genial, viel besser könnte man es gar nicht machen. Also es ist wirklich das perfekte Setup, weil du willst ja, dass die Leute trotzdem, also die du bekämpfst, dass die noch einigermaßen glaubwürdig sind und irgendwie sind die ja eigentlich die Guten, weil du bist der Hai, ne? Aber die werden einem auch so dargestellt, dass man die unbedingt essen will. Aber auch interessant, der Oberbösewicht, der hat uns ja als Junges zurück ins Wasser gegeben. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Aktion von ihm. Er hätte uns ja auch töten können, aber er sagt ja selbst, er will einen richtigen Kampf. Das heißt, er hat uns zurückgegeben, damit wir irgendwann wiederkommen können. Und das ist schon irgendwie alles ganz cool gemacht. So, also er ist ein Mann der Ehre. Auf jeden Fall. So, auf Dead Horse herumreiten. Das machen wir jetzt als nächstes. Noch mehr Menschen fressen. Na gut, wenn du mir das sagst, Missionstext, dann werde ich da nicht nachfragen. Wäre noch schöner, wenn ich hier jeden Gedanken hinterfragen würde. Was bin ich denn? Bin ich Mensch oder was? Nee, nee. Du sagst mir Essen, dann mache ich das. Aber warum eigentlich Menschen? Sind Menschen wirklich nahrhaft? Du musst doch die Klamotten abholen und dann fällt das doch alles irgendwie aus den Zähnen raus. Aber geil ist das nicht. Dann hast du so Gürtelschnallen im Mund und ach, komm. Gibt's Besseres. Vor allen Dingen, weil die Leute, die ich hier esse, das sind nicht zwingend die normalen Taucher, die nur so eine Badehose anhaben, sondern das sind schon die gefährlichen Jäger. Da esse ich ja wirklich alles mit. Da sind sie. Die leckeren kleinen Menschlein mit ihren zappeligen Beinchen. Was? Ach, die sind einfach nur, die sehen mich. Ich mach doch gar nichts. Ob ich da jetzt hin sollte, vielleicht, wenn ich wieder runtergehe? Bin doch gar nicht da. Bin ein Delfin. Der Mensch hat es geschafft, die meisten landbasierten Bedrohungen zu zähmen oder auszurotten. Aber wie reagieren wir, wenn die Bestien der Meere hinter uns her sind? Der Frühling 1973 war eine magische Zeit in Port Clovis, als der örtliche Favorit Trash Talk den 20. Platz im Derby und die ganze Stadt den 1. Platz im Gelegenheitsdiebstahl belegte. Das ist alles so geil. Die Texte sind toll, also es ist wirklich ein überraschend gutes Spiel. Komm jetzt. Da und dann schwimme da hoch. Und das ist so lustig, stellt euch mal vor, ein Hai würde wirklich so angreifen. So auf Land und sich dann so durchmampfen und dann wieder abhauen ins Wasser. Damit beginnt eine weitere Auslöschungskampagne ohne Rücksicht auf Verluste. Meinen die mich? Ah, okay, da ist er. Die Heimsuchung des Sumpfes. Bayou Willy. Ich mache jetzt nur den Jetski kaputt, weil das echt sich als schwieriger gestaltet als gedacht, die Leute da runter zu reißen. Und so kriege ich Bayou Billy ja auch. Da habe ich ihn. Hartnäckig an, als der Konflikt eskaliert. Okay, das bioelektrische Evolutionsset erzeugt Elektrizität und betäubt Ziele in der Nähe. Außerdem ist es nützlich gegen alle Feinde. Besiege mehr Kopfgeldjäger, um alle Teile des Sets zu sammeln. Okay, bioelektrik. Man kann mal machen, aber ist schon auch ein bisschen Fantasy.
Also ein Jetski, das lernen wir daraus, ist wirklich keine effektive Verteidigung gegen einen Hai. Das ist eher so ein kleiner, man bringt eher so einen Frühstücksteller an den Tisch in dem Moment. Möchten Sie vielleicht, möchten Sie den linken oder den rechten Jäger? So, jetzt ist die Frage, haut ihr den jetzt auch mal ab, wenn ich jetzt euer, wenn ich euch alle weg esse? Oder kommen da ständig neue? Ich habe fast das Gefühl, die kommen jetzt erstmal endlos weiter. Aber den wichtigen habe ich doch erwischt, den Oberchef, den Obermacker. Ja. So, das Schiff ist futsch. Der Typ ist im Mund. Ein Mund tut Unheil kund. So, ist noch irgendwo jemand? Der noch ein Problem? Der Artenschutz hatte in Port Clovis noch nie Priorität. Und so beginnt die Amateurjagd. Mann, ich muss euch doch essen. Ich kann's doch auch nicht ändern. Ihr seid halt nur mal im Weg. Mann, das war der letzte, der noch da rumstand. Aber jetzt wird's ein bisschen kniffliger. Und ich muss ja auch noch entkommen. Nee, erstmal entkommen und dann später komme ich da wieder hin. Hier ist mir doch ein bisschen zu viel los. Mir alles ein bisschen zu heiß geworden. Hört auf! Hau doch jetzt endlich mal ab. Das ist so dämlich, weil sie gerade irgendwie nicht schwimmen kann. Der Hai kriegt es gerade nicht hin, sinnvoll abzuhauen. Jetzt sagt ihr zu Recht, ja, aber du bist doch der Hai. Ja, dann gebe ich halt mir die Schuld. Aber irgendjemand hat nun mal die Schuld. Und ihr seht ja, was es bringt. Oh, richtig fette Evolution gerade. Oder? Level up, was war das? Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall richtig viel Energie gebracht. Was? Voll der Homing-Angriff von hier diesem Barracuda. Lass mich hier verstecken. Hätte mich einfach in Ruhe gelassen. Aber nein, er wollte ja unbedingt. Der Albino-Barracuda. Darauf erstmal einen Kaffee. Und ich glaube dann, oh oh, der hat mich, warum hat der mich denn gesehen? Wie kann der mich auf die Entfernung? Hier, in diesem Dreckwasser. Die bringen leider nicht so viel Energie, die Menschen, merke ich gerade. Also normalerweise müsste ich mich doch dadurch ganz gut regenerieren können, dass ich ab und zu mir einen schnappe. Komm jetzt! Alter, es ist wirklich, es wird immer kniffliger, muss ich sagen. So. Ah, ich will einfach nur abhauen. Ich hätte einfach nicht so viel essen sollen. Bin ein bisschen frech geworden, gebe ich zu. Wird nicht wieder passieren. Ach, wem mache ich was vor? Bin schon direkt auf dem Weg zum nächsten Chaos. I know it.
Na schnell! Oh, das war ein schlechter Deal. Jetzt komm! Essen, 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 essen! Schnell, schnell, schnell! Ich habe keine Zeit, das Buffet wird gleich wieder geschlossen. Aber in Port Clovis haben sie ein Denkmal aufgestellt. Man muss wohl in irgendwas der Beste sein. So. Habt ihr gesehen, wie ich den einfach vom Boot geholt habe? Da war alles zu spät. Ey, warum kann er durch den Müll schießen? Der tödliche Bartender, Bobby Bojangles. Na, das war sehr gut gemacht. Das ist dann lustig. Typischer Amerikaner eben. Großer Fehler, wieder mal großer Fehler. Ich bin einfach zu gierig. Ah. Komm jetzt, schwimmen! Er kann nicht mehr schwimmen. Er kann es einfach nicht mehr. Zu viel Power verloren. Oh, hier. Okay, erst mal. Sehen die mich jetzt, wenn ich hier einfach liege? Wahrscheinlich schon, ne? Ah! Schnell Sachen essen. Okay, diesen... Der Albino-Alligator ist sicherlich richtig heftig. Mit dem möchte ich mich gar nicht anlegen, aber der hat dafür auch geile Items. Geilen Loot, habt ihr gesehen, ne? Diese komischen grünen Hanteln. Die sind wichtig. Na komm, versuchen wir es mal. Du bist ja irgendwo Level 8. Okay, auch das war nicht so smart von mir. Vielleicht schaffe ich es trotzdem noch. Ich brauche die Energie, Mann. Und leise, auch diese Kopfgeldjagd. Mich alles? Ja, scheinbar schon. Ah, schon wieder Menschen fressen. Na gut, okay, komm. Das ist halt einfach mein liebstes Hobby. Aber ihr fresst doch die Menschen so gern. Ja, sollst du haben. Aber warum will er auch immer die gefährlichste Beute von allem haben, ne? Der Mensch. Aber was soll ich? Was soll ich machen? Er soll's kriegen. Er war so nett. Er war so ein guter Hai. Hier ist noch ein Landmark. Okay, das können wir erstmal holen. Diese Landmarks machen auch mega Spaß, weil die immer, es ist immer was Lustiges. Die armen Schweine hier, guck mal. Atemberaubendem Panoramablick auf den See. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Fragen Sie nach Deborah. Offener Wohnbereich in traditionellem Stil. Zu den Leuten, die unter der Brücke wohnen. Es ist einfach nur noch geil. Und ich arme Sau. Naja, gut. Ich bin sozusagen die Spitze der Nahrungskette. Ich kann doch nichts dafür, dass ihr hier... Also man lebt doch auch nicht zu, direkt Haut an Haut mit dem Hai-Nachbar. Das hättet ihr euch echt denken können, dass sowas passieren wird. Das ist, wenn man keinen Respekt vor der Natur hat. Vor allem Landstreicher wirkt auch noch wie so eine Streichwurst, die man sich auf sein Frühstücksbrot macht. Heute ein Landstreicher. Ja, okay, so. 6 haben wir. Das ist halt, irgendwie fühle ich mich nicht wohl dabei. Ich würde lieber reiche Leute und Jäger essen als Landstreicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als Hai kann man keine Kompromisse machen. Man muss da durchbeißen. Okay. 7 von 8. Diese arme Sau, diese eine arme Sau, die immer noch da ist, hat keine Wohnung, um irgendwie sich zu verstecken. Kein Auto, um abzuhauen. Hat noch nicht mal einen trockenen Weg. Wie sind die eigentlich hingekommen? Ah, da rechts ist eine Brücke, okay.
Ich glaube, das war's. Der ist tatsächlich weg. Mir fehlt ein Landstreicher. Wir wurden 8 versprochen. Aber hier ist eine Kiste, die nehme ich. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. Tja, da waren es nur 7. Gut, es ist halt so, kann ich jetzt nicht ändern. Muss man dann vielleicht später nochmal vorbei und den letzten sich noch irgendwo schnappen. Verrottende Leichen. Okay, na gut, gucke ich mir auch mal an. Und hier ist wirklich kein einziger Mensch mehr. Du? Nee, du bist ein Wels. Das ist schon lustig, wie das so zusammengebaut ist mit dem Dixie-Klo und allem. Da haben die immerhin, haben sich's eigentlich ganz gemütlich gemacht hier. Könnte er hier irgendwo sein? Das ist schon komisch, ne? Da soll ich 8 essen und dann geben sie mir aber nur 7. Das kann man so doch nicht schaffen. Okay, scheinbar ist der wirklich weg. Ja, genau so muss das sein. Das Haiweibchen, das mit seinen Scherzen und Beutezügen vielleicht zu weit gegangen ist, ist jetzt Gegenstand einer landesweiten Haifischjagd. Shit. Eigentlich dachte ich, dass ich hier nicht getroffen werden kann. Ich will den jetzt kaputt machen. Ja! Oh, okay, hier bin ich sicher. Relativ sicher. Soweit ist schon gekommen, dass ich mich verstecken muss. Damn you, Mensch. So. Oh, das kann ich doch sicher jetzt kaputt machen, ja. Da kann ich mich wenigstens mal ganz gut verstecken in diesen Rohren. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Barracuda, das sind wirklich ganz schöne Frechdachse. Die haben keine Energie und können halt wirklich nicht viel machen, außer dir auf den Sack gehen. Und trotzdem greifen die ständig an. Du bist auch so eine Alligator. Du bist doch schon längst unterlevelt.
Ja, das hat ihm wohl keiner gesagt. Okay, so, hier unten waren wir auch schon mal. Ich dachte, ich bin vielleicht lande woanders, aber hier ist halt später nochmal die Möglichkeit weiterzukommen. Aber das hier ist jetzt erstmal das Ende. Oh, da war ein Landmark. Ist das hier? Ach, das sind die... Wie geil ist das denn? Komm, das gucken wir uns kurz an. Das ist echt lustig. Ich versichere der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Weggekommen, verdammt nochmal. Aber es ist auch, jedes Mal denke ich, okay, du hast jetzt einen im Mund, jetzt müsstest du eigentlich Energie kriegen, aber irgendwie, diese Jäger, die geben einfach nichts. Nirgends wird die unumkehrbare Schädigung der natürlichen Umwelt so deutlich sichtbar wie am Dead Horse Lake. Wie soll ich denn zu dem Ticket da oben eigentlich kommen? Da muss ich ja richtig hochspringen. So hoch kann ich noch nicht. Diese ganze Werbung auch. Okay, hier wissen wir langsam, Dead Horse Lake haben wir auch schon zur Hälfte durch. Da geht's gleich weiter. So, was ist denn noch an Missionen? Sammelobjekte, Nährstoffspeicher. Ja, ich glaube, das war's schon. Die großen, wichtigen Sachen haben wir. Vielleicht noch Bobby Bojangles erledigen. Und mir meine Niedertracht-Punkte holen und das war's dann vielleicht schon. Für dieses Gebiet hier. Hier komme ich aber auch nicht lang. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier diesen Umweg machen müsste. Könnte ich da nicht anders hin? Ne, sieht nicht so aus. Ne? Da hinten geht es nämlich auch nicht weiter. Na gut, dann gehen wir mal den langen Weg. Oh. Einst glaubten Seeleute, dass das bloße Sichten eines Hais den Tod eines Besatzungsmitglieds prophezeite. Nein. Leider hat der Haifischledermarkt seit den protzigen und dekadenten 1980ern einen erheblichen Rückgang erlebt. Wie man sehen kann, waren routinemäßige Mikropraktiken des Risikomanagements nicht wirklich hilfreich bei der Reinigung dieses Gebiets.
Ja, dasselbe nochmal, aber diesmal werde ich versuchen, mich nur an die Mission zu halten und gar nicht mit den Jägern aufzuhalten. Aber die sind ja wirklich immer genau da, wo sie nicht sein sollen. Das ist ja auch irgendwie ein kleines bisschen unfair. Ja, Level 10 erreicht. Jetzt kann ich die Grotte besuchen. Das werde ich auch gleich noch machen. Aber vorher will ich diese eine Mission noch erledigen. Ah, hier sind sie gar nicht mehr jetzt. Okay, sehr gut. Moment. Wo ist denn jetzt die Dixie Mafia nochmal? Habe ich die Mission gar nicht ausgewählt gerade? Ja, da habe ich doch. Das war gut, ne? Mit der Leiche auf dem Boot bleiben. Shit, das ist, gibt's nicht. Warum hältst du so unfassbar viel aus? Du bist doch nur ein dreckiges, blödes Boot mit zwei lächerlichen Fleischkörpern obendrauf. Haie können Geruchskorridore erkennen. Kilometerlange Geruchspfade, die sich durch Meeresströme. Davon habe ich aber noch nichts mitbekommen. Einmal noch. In Australien ereignen sich in den USA die meisten Haiangriffe. Dachte, ich schaff's, aber es ist echt schwieriger als gedacht. Okay, ich schnappe ein bisschen Essen und dann ein dritter und letzter verzweifelter Versuch, um hier die Königskrone der Schöpfung wieder zurückzuholen. Komm, okay. Die haben doch nichts mehr. Das Boot brennt. Jetzt ist er weg. So ein geschlossenes System. Wie ist der denn hier? Na gut. Ich werde es nicht hinterfragen. Immerhin habe ich meine Ruhe. Wo liegen die denn jetzt alle? Muss ja hier links um die Ecke sein. Da ist es ja schon, okay. Ein bisschen schwer zu raffen, welche genau sie jetzt eigentlich wollen. Also ich habe jetzt drei, aber hier sind ja viel mehr. Und mehr als da die ganze Zeit zubeißen, kann ich ja dann auch nicht.
komisch, oder? 3 von 5 dabei. Vielleicht möchte ich erst... Nee. Ah, ich muss auch mehr... Hier, wenn ich gejagt werde, muss ich mehr auf diese Art ausweichen. Das ist wahrscheinlich sehr praktisch dafür. Okay, ich weiß noch nicht so recht, warum das hier nicht geht. Wirkt eher wie ein Bug. Weil eigentlich habe ich doch jetzt alle gegessen. Ich kann sie ja nun mal nicht ganz essen. Okay, scheinbar soll das einfach nicht sein. Red McCord, den kenne ich nicht von Adam. Wenn er andere Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? Ja, so mehr oder weniger ist das. Oh, ihr seht ja auch die Story abgeschlossen, 34%, erreiche Niedertracht Rang 2, sieh nach Scaly Pete. Also ich muss eigentlich, den Jäger erwischen, ne? Hier, Bobby Bojangles, und dann kriege ich die Niedertracht Punkte. Okay, aber dass das hier nicht klappt, ist schon komisch. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, es liegt doch einfach nur so rum. Aber nein, irgendwas ist hier kaputt. Na gut, mir soll's recht sein. Machen wir halt was anderes. Aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Wir machen gleich mal wieder Schluss, leider. Aber das war ein netter, ordentlicher Ausflug in die Bucht. Und jetzt werde ich nochmal ein bisschen terrorisieren, damit der Jäger kommt. Und dann mal gucken, was wir mit dem Jäger machen. Okay, hier habe ich jetzt Punkte dafür bekommen, dass ich den gegessen habe. Also, okay, aber dann nehme ich halt noch einen. Obwohl ich den gar nicht hier in dem Gebiet gegessen habe. Naja, so, du bist dran. Wie sie entkommen wollen. So, ich glaube, die Mission ist jetzt erledigt. Red McCord, den kenne ich nicht von Adam. Wenn er andere Fischer tötet, geht das doch nur die und ihn an, oder? So, wo kommen die Jäger? Wann kommen die Jäger? Ihre erbitterten Fäden und halblegalen Pläne, schnell reich zu werden, vertagt, machen sich die Haifischjäger an die Arbeit. Okay. Der tödliche Bartender. Gut, die will ich haben. Bobby Bojangles. Da ist sie. Ist außer Kontrolle. Der Preis für den Haikampf ist angestiegen. Ja, die hat auch richtig was gebracht. Oh, kurz noch mal schauen, dass ich entkomme. Und dann gucken wir kurz, was Pete so macht. ...200 Meter entfernt. Das gucken wir noch schnell an. Okay, da muss ich erst noch entkommen. Ich warte, bis die 5 Sterne wechseln. Eine weitere Haifischjagd neigt sich dem Ende zu.
So, die Story geht weiter. Ich bin sehr gespannt. Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit zwei kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Das ist ja richtig episch genau noch, die Geschichte ist von Scaly Pete. Der Erbe einer langen Familientradition und versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Okay, hier ist jetzt eine neue Höhle, da werden wir auch schnell hingehen noch. Hier gibt es ja zwar einiges zu machen, das werde ich vielleicht off-camera nochmal machen, dass ich hier noch ein bisschen was erforsche, sieht man ja, ist einiges da. Ja, und hier ist auch schon viel, also ich komme langsam voran. Ein paar Leute haben gesagt, dass es ein eher kurzes Spiel ist. Wenn ich mir jetzt so die ganzen Möglichkeiten angucke, bin ich mir nicht sicher, wie was für euch kurz bedeutet. Also ich denke, so 10 Stunden ist hier so die Durchschnittsspielzeit, bis man wahrscheinlich nichts mehr machen kann. Es ist natürlich auch ein bisschen repetitiv, weil man immer wieder dieselben Sachen macht, aber es ist schon auch, also es ist sehr unterhaltsam. Ich fühle mich tatsächlich gut unterhalten, gut bespielt. So, eigentlich will ich ja Schluss machen, wir machen auch gleich Schluss, aber ich muss doch kurz vorher nochmal in die dritte Grotte abtauchen. Und gucken, was da so geht. Ist doch, der Weg ist richtig, oder? Ja, hier, obwohl. Ich weiß nicht genau, wie ich hier gleich weiterkommen soll, aber wir versuchen es mal. Da, ne? Da bin ich dann. Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Das ist so geil gemacht mit dem Rezoning Space und den Leuten, die da aus Versehen scheinbar mit ihrem Wohnwagen ins Wasser gefallen sind. Die haben es alle verdient. Alle Leute hier haben es verdient. Erwachsen.
und sollte wahrscheinlich weniger ausgeben, mehr sparen und sich langsam zu Anlagefonds belesen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Hier sehen wir nochmal die Upgrades, die ich habe oder vielleicht die ich noch kriegen kann. Jetzt, ja, ich denke hier, ich kann sie kriegen, genau. Den Kiefer machen wir erstmal dick. Bioelektrische Zähne, ja, Blitzzähne. Boah, es ist irgendwie zu blöd, oder? Ah, oder lieber erstmal Stahl zu zerbeißen. Das ist doch eher was für mich. Könntest du sogar noch einen? Und noch mehr? Zum Glück habe ich so viel gelootet, ne? So, was brauche ich hier noch? 14.000 von den Diamanten oder was auch immer das sein soll. Okay, machen wir. Das hier nehme ich auch noch mit. Da seht ihr mal, was das sich gelohnt hat hier, dass ich die ganze Zeit schon gegrindet habe zu Hause. Okay, 2 von 10 Leuten sind schon erledigt. Und wir sind richtig ausgewachsen. Jetzt können wir vor allen Dingen auch zurück und könnten in die ganzen anderen Tunnelöffnungen rein, weil wir jetzt das Stahl durchbeißen können. Aber das ist was für später. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir alles haben. Oh nein, das ist sogar der Ball ist hier. Liegt hier. Kann ich irgendwas mit dem machen? Kann ich den anstupsen? Schade, leider nicht. Keine Ballphysik. Aber es ist eine tolle Höhle, in der ich hier bin. Das ist eigentlich die beste Höhle bisher. Ah, da hängt man doch gerne rum. So, ich habe sogar einen Grill. Kann man sich nicht beschweren. Okay, der Hai ist zufrieden. Ich bin auch zufrieden. Wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Das war eine wunderschöne Stunde mit euch. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß an Maneater. Falls ja, werde ich natürlich auch nochmal eine weitere Session machen. Ist ja kein Problem. Wir sind ja jetzt groß. Ne? Wir sind ausgewachsen. Da wird es jetzt sicher, gibt es jetzt auch erwachsene Probleme. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans Programm und jetzt erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye.